Hallo Freunde, ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's gut. Ich möchte euch heute wieder einige meiner liebsten Bücher vorstellen. Und auch bei diesem Video, genauso wie beim ersten Teil, erstmal ein kleiner Disclaimer. Nicht alle meiner liebsten Bücher sind literarisch herausragende Werke. Auch haben die nicht alle ein Alleinstellungsmerkmal, aber sind eben Bücher, die mich auf die ein oder andere Weise fasziniert oder schockiert haben. Und das auf so eine Art und Weise, dass sie sich für immer in mein Herz oder in meinen Kopf gebrannt haben. Ich wünsche euch viel Spaß. Prinzipiell von diesem Format ausgeschlossen ist auch hier wieder Harry Potter. Ich weiß, ich weiß. Ich bin ein Hufflepuff, mein Mann ist ein Slytherin. Eigentlich eine Liebe, die nicht sein kann, aber sie ist. Genauso wie meine Liebe zu Harry Potter einfach ist. Das ist ein Aggregatzustand. Meine Liebe zu Harry Potter ist. Es tut mir leid, Harry, du spielst aber in einer anderen Liga. Du hast hier nichts zu suchen. Dann natürlich alle Bücher von Hertha Müller. Ich rede ständig über Hertha Müller. Ich werde weiterhin ständig über Hertha Müller reden. Hertha Müller. Und natürlich auch wieder ausgeschlossen sind Bücher, die ich in 2020 erst gelesen habe. Bücher müssen einfach eine gewisse Zeit bei mir wirken und ich habe nicht das Gefühl, dass diese Bücher schon genügend Zeit zum Wirken hatten. Und wir beginnen mit Susan Fletchers Austernfischer. Susan Fletchers, 1979 geboren, ist britische Schriftstellerin. Sie studierte kreatives Schreiben an der Universität von East Anglia. Ihren ersten Roman Eve Green habe ich auch bereits gelesen. Der hat sie doch nicht zu meinen liebsten Büchern geschafft, aber Austernfischer, definitiv eines meiner liebsten Bücher. Das Buch habe ich vor einer halben Ewigkeit mal gelesen. Ich denke, es ist mindestens 9, 10, wenn nicht sogar 11 Jahre her. Aber es war definitiv eine Zeit, in der ich noch sowas gemacht habe. Sowas mache ich heutzutage nicht mehr. Susan Fletcher erzählt ja die Geschichte von zwei Schwestern. Wir haben einmal Amy, die eher in sich gekehrt, eher schüchtern, so das Leben eines kleinen Außenseitermädchens führt. Und dann haben wir Amy, die so genau das Gegenteil von Moira zu sein scheint. Sie ist das Sonnenkind, das glückliche Kind, mit ihr will jeder was zu tun haben. Als Moira dann auf ein Internat geschickt wird, ist ihr eigentlich gleich klar, dass ihre Eltern sie nur auf das Internat schicken, weil sie mehr Zeit mit Amy verbringen wollen. Daraufhin verwünscht Moira ihre Schwester, woraufhin ihre Schwester Amy einen tragischen Unfall hat. Wir finden uns hier in der Geschichte dann einige Jahre später wieder, wie Moira immer noch am Bett ihrer Schwester Amy sitzt und immer noch mit dem hadert, was passiert ist und mit dem hadert, welche Geschichte die zwei Schwestern teilen. Bei der Recherche zu diesem Buch bin ich über zwei Begriffe gestolpert, die sehr gut beschreiben, was für einen Schreibstil Susan Fletcher hat, nämlich einmal fiel der Begriff Gefühlsliteratur und einmal der Begriff Empfindlichkeitsprosa. Und das bringt es auf den Punkt, was hier in dem Buch passiert, nämlich nicht viel. In dem Buch geht es hauptsächlich um die Erinnerung von Moira, die sie eben gemeinsam mit ihrer Schwester hat, und um die Jetzt-Situation, wie sie am Bett ihrer Schwester sitzt und sich allerlei Gedanken macht und eben anfängt, mit ihrer Schwester zu reden. Wie viele meiner liebsten Bücher ist auch dieses Buch kaum plotgetrieben. Wir werden hauptsächlich von der Stimmung, von den feinen Nuancen der Melancholie und von Moiras Erinnerung durch die Geschichte getragen. Was Susan Fletcher aber auf jeden Fall sehr gut kann, ist diese unglaublich melancholische Stimmung mit sehr gut gelungenen Naturbeschreibungen zu verbinden. Also gerade diese kantigen, felsigen Küsten, von denen hier sehr oft die Rede ist, von der furchtbar kalten, schaumigen Gischt, die einem ins Gesicht spritzt. Es war wirklich so beschrieben, dass man genau fühlen konnte, was die Natur da gerade macht. Man kann sich ja vorstellen, dass man in diesem Buch auch nicht wirklich viel Freude oder Glück findet. Es ist ein melancholischer, stiller Roman über die Geschichte zweier Schwestern, in der eine einen furchtbaren Unfall hat und in der die andere meint, für diesen verantwortlich zu sein. Aber Susan Fletcher hat es in so eine zarte Poesie verpackt, dass ich dieses Aushalten in der Stille sehr genossen habe. Eins meiner liebsten Bücher und definitiv ein Reread-Kandidat. Wir kommen zu Hiromi Kawakamis Der Himmel ist blau, die Erde ist weiß. Das Buch habe ich bereits Anfang 2020 gereadet. Zum ersten Mal gelesen hatte ich es, glaube ich, 2018 oder 2019. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Hiromi Kawakami ist 1958 in Japan geboren. Nach ihrem Biologiestudium war sie zunächst Lehrerin, begann dann mit dem Schreiben von Science Fiction. 1994 wurde ihre erste Kurzgeschichtensammlung veröffentlicht. Heutzutage gilt sie als eine der bekanntesten japanischen Schriftstellerinnen. Im Original heißt das Buch Die Mappe des Lehrers. Wahrscheinlich war das eine Marketingentscheidung, wieso man sich für die westliche Welt für diesen doch etwas poetischeren Titel entschieden hat. Ich behaupte immer von diesem Buch, es wäre meine liebste Liebesgeschichte, in der es nicht um Liebe geht. Und genau darum geht's. Nicht um Liebe. Wir haben hier einmal Tsukiko. Sie ist 38 Jahre alt, lebt allein und meint, kein Talent für die Liebe zu haben. Sie trifft in einer Kneipe ihren alten Japanischlehrer, den sie nur liebevoll Sensei, also das japanische Wort für Lehrer, nennt. Der Sensei aber seinerseits ist auch alleinstehend, auch eher merkwürdig in seinem Sozialisierungsverhalten, und beide beginnen eine anfangs sehr subtile und dann doch sehr intensive Kneipenfreundschaft. Man darf sich das auf keinen Fall vorstellen, dass es den beiden bei der Kneipenfreundschaft ums Trinken geht, überhaupt nicht. Es geht beiden wirklich darum, beieinander zu sein, ohne dass beide jemals benennen würden oder dürften, dass es ihnen darum geht. Man muss sich immer vor Augen halten, in Japan herrschen völlig andere gesellschaftliche Normen als bei uns. Und die Tatsache, dass Tsuchiko 38 und alleinstehend ist und sie eben mit ihrem alten Japanischlehrer abends was trinken geht, wird halt anders gesehen, als es bei uns vielleicht angesehen werden würde. Die Beziehung bzw. Freundschaft der beiden ist durchzogen von dieser gewohnten, fast schon typischen japanischen Zurückhaltung. Also in Japan ist die oberste Priorität, ja niemanden auf die Füße zu treten bzw. ja niemanden in irgendeine Bedrängnis zu bringen. In Japan zeigt man Gefühle sehr selten, besonders mit den großen Emotionen tun sich die Japaner oft schwer. Das ist ein anerkanntes Phänomen der japanischen Gesellschaft, was unter den Begriffen Honne und Tateme zusammengefasst wird. Tateme bedeutet Maskerade, Fassade, das ist die öffentliche Haltung, die gezeigt wird, um die Harmonie zu wahren. Das ist natürlich oft ein Widerspruch zur Wahrheit und natürlich herrscht immer eine gewisse Diskrepanz zwischen dem, was gedacht wird und dem, was dann gesagt wird, um eben den Erwartungen der Gesellschaft zu entsprechen. Im Gegensatz dazu beschreibt Honne die wahren Wünsche und Gefühle einer Person. Diese können jetzt natürlich genau dem entgegengesetzt sein, was traditionell von der japanischen Gesellschaft von einem erwartet wird. Honne zeigt man aber nur seinen engsten Vertrauten und sonst niemanden. Und wenn man das alles über die japanische Gesellschaft weiß und weiß, wie die eben mit Emotionen umgehen, kann man nachvollziehen, wieso hier so eine zarte Liebesgeschichte draus geworden ist, die eigentlich keine Liebesgeschichte ist, sondern nur die Geschichte zweier Menschen, die so, so gerne beieinander sind. Also es ist ja allgemein bekannt, dass japanische Autoren eher objektiv schreiben, wenig zu dieser Gefühlsduselei neigen, ohne das jetzt negativ zu meinen, wie eben die westlicheren Autoren. Aber ich muss sagen, bei einer Liebesgeschichte war es dann doch diese Distanziertheit der beiden, die mich so gereizt hat an dieser Geschichte. Für mich ist es inzwischen sehr schwierig, einen Liebesroman zu finden, der mir gefällt, weil ich mit diesen westlichen Liebesromanen meine Probleme habe. Ich habe es zum Beispiel oft, dass ich schaue ja sehr viel BookTube selber auch, ne? Und wenn dann jemand über einen Liebesroman redet und dann zitiert, wie zum Beispiel die Liebenden miteinander reden, so redet kein Mensch. Also wenn man eine, vielleicht redet auch jemand so, aber so rede ich nicht mit meinem Mann, und das ist für mich so, so redet kein Mensch. Zumindest nicht im Alltag, versteht ihr? Es geht mir jetzt nicht darum, den klassischen Liebesroman schlecht zu machen, aber er kommt bei mir eben nicht sehr gut an, weil er eben entweder sehr unrealistische Dialoge hat, zumindest die ich nicht nachvollziehen kann, weil ich nicht so mit meinem Mann rede und auch nicht so mit ihm reden möchte. Und diese
Diese deutliche Bekundung der Zuneigung, die eben bei den Japanern komplett wegfällt. Also spätestens nach 10 Seiten ist sie ja meist verliebt und spätestens nach 20 kleben sie aneinander und spätestens nach 30 haben sie sich das erste Mal getrennt, um dann nach 40 Seiten wieder zusammenzukommen. So stelle ich mir halt keine Beziehung vor. So stelle ich mir auch nicht vor, wie man sich ineinander verliebt. Aber hier dieses einfach nur Beisammensein und einen gemeinsamen Alltag haben und sich im Alltag sehen, reden, nur das. Das hat für mich mehr Nähe hergestellt als ein Roman, in dem sie ihm gleich um den Hals fällt. Wie habe ich den Satz begonnen? Ich wollte nur sagen, das hat für mich so viel mehr Intimität hergestellt, als wenn sie ihm einfach auf der dritten Seite um den Hals gefallen wäre. Ich kann euch gar nicht sagen, was das Besondere an diesen Zweien hier ist. Ich weiß nur, dass ich die Liebe zwischen den beiden so gefeiert habe und es auch nur, weil sie so rein war und so weg von diesem herzchenüberladenen Geschleime mit viel Körperlichkeiten, sondern einfach nur aus Gesprächen und Beieinandersein bestand. Ich glaube, ihr habt kapiert, dass ich es mag. Weiter geht's mit Marlene Haushofers Die Wand. Marlene Haushofer ist 1920 in einer kleinen Gemeinde in Oberösterreich geboren. Als Tochter einer Kammerzofe und eines Revierförsters legte sie ihr Matura ab, studierte Germanistik in Wien, schloss ihr Studium jedoch niemals ab. Bereits mit 26 Jahren veröffentlichte sie einige Erzählungen. Der große Erfolg ließ jedoch noch ein paar Jahre auf sich warten. Der kam erst mit der Novelle Das fünfte Jahr. Marlene Haushofer verstarb 1970. Die Wand gilt als ihr bekanntestes Werk. Die Wand ist ein tagebuchartiger Bericht einer Frau, die an einem Wochenende mit ihrer Cousine und deren Mann auf eine Jagdhütte ins Gebirge fährt. Als sie am nächsten Morgen in dieser Hütte aufwacht, ist sie allein und sie findet sich eingeschlossen von einer unsichtbaren Wand, hinter der nur noch die Natur lebt. Die Frau richtet sich auf dieser Jagdhütte mit den wenigen Tieren, die da sind, so ein, dass sie überleben kann und verfasst eben diesen Bericht. Marlene Haushofer hat ja eine sehr starke Protagonistin gezeichnet und sie hat vor allem gezeigt, was das Enthebeln der Zivilisation für diese Frau bedeutet. Natürlich muss sie jetzt jeden Tag um ihr Überleben kämpfen, aber sie ist auch einfach nur noch für sich selbst verantwortlich. Marlene Haushofer hat keinen Gute-Laune-Roman geschrieben, sondern einen Roman, der den Weltuntergang für eine Person beschreibt. Und das so still und einprägsam, dass ich 2 Jahre, nachdem ich dieses Buch beendet habe, immer noch sehr verstört bin. Immer wenn ich dieses Buch in meinem Bücherregal sehe, bekomme ich dieses eine bestimmte Gefühl. Ich bin mir nicht sicher, was dieses Gefühl ist. Ist es Entsetzen? Ist es nur Verstörung? Vielleicht ist es beides zusammen. Aber dieses eine Gefühl bekomme ich immer nur, wenn ich an dieses Buch denke. Und das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass sich irgendwas in diesem Buch in meine Seele gebrannt hat. Es ist ein stilles Buch, melancholisch, poetisch beschrieben. Vor allem die Naturbeschreibungen sind hier wieder ein großes Thema. Aber definitiv ist es kein rationales Buch. Wir erfahren kaum, wieso, weshalb, warum. Hier geht es größtenteils einfach nur ums Existieren. Marlene Haushofer lässt vieles offen in dieser Geschichte. Ich kann mir auch vorstellen, dass es das ist, was eben vielen an dieser Geschichte nicht passt, dass einfach vieles ungeklärt bleibt. Aber mich hat es überhaupt nicht gestört, weil mir Marlene Haushofer eben stattdessen so viel mehr gegeben hat. Auch ist es kein Buch, das einfach zu ertragen ist. Ich habe zwischendurch sehr gehadert mit diesem Buch, habe aber niemals dran gedacht, es abzubrechen, weil ich einfach gemerkt habe, dass diese Geschichte sehr viel mit mir macht. Und diesem sehr viel mit mir machen, musste ich eben entsprechend Zeit geben. Und auch hier wieder bestätigt sich meine Vermutung, dass es eben die Bücher sind, die sehr viel mit mir machen und die nicht leicht zu ertragen sind und in denen man nicht nur Glück und Freude und Hoffnung findet, die sich eben so in meine Seele brennen und eben mir so viel geben, dass ich einfach sagen muss, eins meiner liebsten Bücher. Wir kommen zu Han Kang, die Vegetarierin. Han Kang ist 1970 in Südkorea geboren, ihr Vater ist ebenfalls Schriftsteller. Sie studierte koreanische Literatur, graduierte 1993 und im selben Jahr debütierte sie bereits als Dichterin.
1999 erhielt sie dann den Preis für den besten koreanischen Roman des Ministeriums für Kultur und Tourismus. 2016 erhielt sie dann zusammen mit ihrer Übersetzerin den Man Booker International Prize für die Übersetzung von Die Vegetarierin. Jonghae und ihr Mann sind gewöhnliche Leute. Er geht brav seinem Bürojob nach und hat sonst keinerlei Ambitionen im Leben. Sie ist zwar eine eher leidenschaftslose, aber dennoch sehr pflichtbewusste Ehefrau. Eines Tages wird diese fade Eintönigkeit ihrer Ehe gefährdet, als Jonghae ihrem Mann verkündet, dass sie ab nun kein Fleisch mehr essen will. Dieser kleine Akt der Unabhängigkeit von Jonghae ist in einem Land wie Südkorea, in dem doch sehr strenge soziale Normen herrschen, fast schon rebellisch. Durch ihr Verhalten stellt Jonghae die bestehende soziale Norm in Frage und ihre innere Rebellion nimmt so groteske Ausmaße an, dass sich die Leute um sie herum nicht nur von ihr ab, sondern gegen sie wenden. Ich habe einen sehr persönlichen Bezug zu Jonghaes Geschichte, weil ich in meiner Familie auch die erste Vegetarierin war. Ein Novum. Aber ich weiß, natürlich nicht so, wie es Jonghae hier erlebt, dass es doch was Neues für die Menschen ist. Man muss sich nicht umsonst 100-mal die Frage anhören, ja, aber was isst du dann? Ja, aber dann hast du doch gar keine Vitamine. Ja, aber, ja, aber, ja, aber. Natürlich ist es jetzt nicht so mindblown, wenn man Vegetarier wird heutzutage. Aber wenn es das vorher noch nie in der Familie gab und sich die Leute auch nicht damit beschäftigt haben, und ich komme ja wirklich aus einer Familie, die noch Vieh zu Hause hatten, sage ich mal, und die eben Hühner und Schweine und Kühe schlachten mussten, wenn es auf den Winter zugeht. Auf das bezogen war ich das ultimative Novum, dass ich das nicht wollte. Ich kann definitiv nachvollziehen, welche soziale Norm hier gebrochen wird, wenn man sagt, ich bin jetzt Vegetarierin, ich esse jetzt kein Fleisch mehr. Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen und ich kann auch nachvollziehen, wie schwierig es manchmal ist, für das einzustehen, woran man glaubt, und für seine eigenen Werte einzustehen. Auch wenn es wirklich nur um so eine kleine Sache geht wie, ich möchte kein Schnitzel, danke. Hier natürlich ist dieser Bruch mit der Norm noch viel weiter gesponnen und nimmt, wie gesagt, immer absurdere Ausmaße an. Die hier teilweise herrschenden kafkaesken Züge zeigen deutlich, dass hinter dieser surrealen Oberfläche eine sehr tiefgründige und vor allem sehr traurige Geschichte steckt und es nicht um eine Frau geht, die nur ihre Essgewohnheiten ändern möchte. Han Kang vereint in diesem Roman großartige Absurdität gepaart mit diesem offensichtlichen Widerstand und der Ohnmacht einer Frau in Südkorea, die bisher nur die sehr angepasste Rolle einer Hausfrau zu spielen wusste. Ein sehr kurzes, aber doch sehr komplexes Buch, das mich mit seiner Sprache erschlagen und mit den Bildern, die Han Kang hier gezeichnet hat, gleichermaßen fasziniert und schockiert hat. Nicht umsonst ein hochgelobtes Meisterwerk der südkoreanischen Literatur. Han Kang hat einen sehr eigenen Schreibstil, aber wenn man mit dem was anfangen kann, dann taucht man in eine ganz andere Welt ein. Ich habe das Buch bisher zweimal gelesen, ich werde es immer wieder lesen. Ich habe noch weitere Bücher von Han Kang auf meinem Wunschzettel. Ich liebe diese Frau. Aber es ist auch ein Buch, von dem ich weiß, dass es definitiv nicht für jeden was ist. Und es ist auch ein Buch, bei dem manche vielleicht reingucken und sagen, nein. Aber ich sage, yeah. Willkommen zu Taryn Fishers Seelenspiel. Taryn Fisher ist in Südafrika geboren, zog dann im Teenageralter mit ihren Eltern in die USA, wo sie derzeit noch wohnt. Interessanterweise konnte ich keinerlei Geburtsjahr von dieser Dame herausfinden. Mag seine Gründe haben. Sie studierte Psychologie, schloss ihr Studium ab und widmete sich dann dem Schreiben von Büchern. Ihre Bücher sind regelmäßig auf den Bestsellerlisten in den USA. Taryn Fisher ist sehr aktiv auf Instagram, ich folge ihr da auch. Und sie ist auch so ein Mensch, wo man immer wieder denkt, faszinierend. Die Frau vereint so viele Facetten in sich, dass ich immer wieder nur staunen kann über diese Frau und staunen kann über ihre Ansichten und über ihre Vorlieben und über ihre Worte. Auch hegt sie eine sehr, sehr gute Freundschaft zu Colleen Hoover, mit der sie übrigens schon mehrere Bücher zusammen geschrieben hat. Auf dieses Buch bin ich nur gekommen, weil
Gabriela Santos de Lima, G.S. Lima, nicht aufgehört hat, von diesem Buch zu schwärmen und wie toll es ist. Und dann habe ich es gelesen. Es ist so toll. Senna wird am Abend vor ihrem 33. Geburtstag gekidnappt. Als sie aufwacht, befindet sie sich in einem fremden Haus. Als sie aus dem Fenster schaut, ist da nichts als Schnee und Eis. Und im Nebenzimmer ist ihr Arzt Isaac. Aber auch er wurde gekidnappt. Jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, warum ich und warum mein Arzt? Und so nach und nach wird deutlich, warum die beiden. Hier vorne steht zwar Thriller drauf, aber ich glaube, bei diesem Buch hätte definitiv Roman und eine kleine Triggerwarnung gelangt. Ich glaube nicht, dass das Buch mit seinen Inhalten hier dem klassischen Thriller gerecht wird. Ich weiß auch nicht, wo da die Grenze gezogen wird. Ich habe keine Ahnung, aber vom Gefühl her hätte ich ja auch Roman gelangt. Vor allem finde ich schade, weil Leute, die einen Thriller erwarten, dann zu diesem Buch greifen und dann enttäuscht sind und dann hat das Buch schlechte Rezensionen. Finde ich schade. Wie gesagt, wer einen klassischen Thriller sucht, ist hier in der falschen Adresse. Taryn Fisher schreibt hier über die psychologischen Abgründe einer Frau, die von außen zwar alles beieinander zu haben scheint, aber von innen muss man einfach feststellen, dass Senna sehr viel Dunkelheit in ihrer Seele hat. Die Spannung, die sich in diesem Buch ergibt, ist eher in der psychologischen Raffiniertheit begründet als in Blutrünstigkeit und Gewalt. Und diese psychologische Raffiniertheit, die kriegt Taryn Fisher enorm gut hin, weil sie ja eben auch Psychologie studiert hat. Vor allem hat sie mit Senna einen Charakter gezeichnet, den ich so unfassbar spannend fand, weil Senna bestimmt kein Typ ist, den man gleich versteht oder gleich nachvollziehen kann, wieso sie was macht oder zu dem man gleich Sympathie aufbaut. Aber dennoch ein perfekter Charakter, um psychologische Abgründe einer verzweifelten Frau darzustellen. Ich habe von Taryn Fisher Anfang des Jahres The Opportunist gelesen. Das ging so eher in die Richtung New Adult Liebesroman. Aber auch da hatten wir wieder einen, man würde heutzutage sagen, kaputten Protagonisten, also der innerlich kaputt ist. Soll heißen, er hat einfach viel durchgemacht und soll heißen, manche Sozialisierungsprozesse, die bei einem ganzen, im Gegensatz zu kaputten, die bei einem gesunden Menschen, der keinen Schaden davon getragen hat, eben stattfinden, diese Sozialisierungsprozesse finden bei diesen kaputten Menschen eben sehr gestört statt. Ich finde es interessant, dass sich Taryn Fisher immer Protagonisten aussucht, die nicht so everybody's darling sind, die hundertprozentig auch bei ihren Lesern anecken und die hundertprozentig dazu führen, dass manche Leser sagen, ich mag sie nicht, ich breche das Buch ab. Aber genau das finde ich gerade das Spannende bei ihren Geschichten, weil sie diese kaputten Menschen nimmt und ihr Verhalten und ihre Gedanken so gut widerspiegelt, dass sie einfach authentisch wirken. Zwar nach unserer gesellschaftlichen Norm von gesunden Menschenverstand nicht gesund sind, sollen sie ja auch nicht sein, aber definitiv auch dazu führen, dass man denkt, jemand hätte böse Absichten oder sei böse. Im Fokus der Geschichte steht definitiv Sennas destruktives Sozialisierungsverhalten, ihre Unfähigkeit, gut zu sich selbst zu sein und ihre durch traumatische Erfahrungen gehemmte Empathiefähigkeit. Das alles im Zusammenhang mit Sennas und Isaacs gemeinsamen Vergangenheit bildet so ein raffiniertes psychologisches Karussell, dass ich immer noch so geflasht bin von diesem Buch. Definitiv muss man aber für dieses Buch eine Triggerwarnung aussprechen. Hier haben wir es mit sexueller Gewalt zu tun. Das ist auch eine der wenigen Thrillern, von denen ich sagen würde, das ist ein Thriller für mich, weil sich der Thrill in den Köpfen der Protagonisten abspielt und nicht durch 4 Liter Blut, das an die Wand spritzt, verkörpert wird. Ich habe von Taryn Fisher noch I Can Be a Better You und The Wives auf dem Wunschzettel, aber Seelenspiel möchte ich auf jeden Fall auch nochmal lesen. Ich bin so begeistert von diesem Buch.
Als nächstes kommen wir zu Snorre Björkson, Präludium für Josse. Snorre Björkson ist 1968 in Norddeutschland geboren. Er wohnt mit seiner Familie am Steinhuder Meer. Der Mann ist das, was man heutzutage ein Multitalent nennt. Nämlich spielt er diverse Instrumente, schreibt Romane, Lyrik und Hörspiele für den Rundfunk, arbeitet als Theaterpädagoge und Klavierlehrer und bereist Grundschulen mit Gitarre und Koffer als Märchenerzähler. Josse und Holtes spielen beide in einem Posaunenchor und kommen sich bei gemeinsamen Proben für ein Konzert etwas näher. Beide teilen nicht nur die große Liebe für die Musik, sondern auch die große Leidenschaft für Johann Sebastian Bach. Um Holtes Herz zu gewinnen, unterbreitet ihr Josse einen Vorschlag, nämlich eine Wanderung auf den Spuren des großen Komponisten. Holtes kann da natürlich nicht Nein sagen und sie machen sich beide in den Sommerferien auf eine gemeinsame Reise, geprägt von Poesie und Liebe. Das Buch habe ich vor 8, 9, 10 Jahren gelesen, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall eine Ewigkeit her. Ich weiß nicht mehr viel über das Buch, ich weiß nur, als ich es gelesen habe, bin ich einfach drin versunken. Es ist so ein stilles, poetisches Buch über die zarte erste Liebe, den einen Sommer, den man nie vergisst, wo man genau weiß, nach diesem Sommer ist alles anders. Hier stehen kaum Körperlichkeiten im Fokus, sondern es geht wirklich nur um dieses Gefühl von so verliebt sein. Und aber auch dieser Hauch von Schmerz, weil man ja genau weiß, dass es nicht ewig halten wird. Aufgrund dessen, da ich von dem Plot eben nicht mehr viel weiß und mich nur noch daran erinnern kann, dass es sehr gefühlvoll und poetisch war. Natürlich ein Reread-Kandidat für mich. Ich denke aber, das passt gut so in den späten Frühling. So Ende Mai könnte ich mir vorstellen, dass ich es wieder lese. Aber definitiv ein Buch, bei dem ich einfach immer so bin. Ich finde es immer wieder faszinierend, dass man sich teilweise kaum daran erinnern kann, was in einem Buch passiert ist, aber noch genau an das Gefühl erinnern kann, das das Buch einem gegeben hat. Zumindest geht es mir so. Faszinierend. Und dann sind wir schon beim letzten Buch angelangt. Marie-Cécile Labrèche. Er. Marie-Cécile ist 1969 in Montreal geboren. Sie studierte Literatur in Quebec und ist kanadische Schriftstellerin und Journalistin. Ihr Debütroman Borderline war sehr erfolgreich und wurde in mehrere Sprachen übersetzt. Den habe ich allerdings nie gelesen, ich habe nur er gelesen. Unsere Protagonistin hier heißt Emilie Kiki. Emilie ist 26 Jahre alt und in ihren Literaturprofessor verliebt. Der Lyrikexperte und Kafka-Spezialist ist 30 Jahre älter, verheiratet und hat 3 Kinder. Die beiden beginnen eine Affäre und treffen sich mehrmals in verschiedenen Hotels. Der Akt an sich ist für Emilie zwar eher durchschnittlich, aber solange sie ihrer destruktiven Obsession frönen kann, ist für sie alles in Ordnung. Sie fiebert den gemeinsamen Treffen immer mehr entgegen und legt sich für einen Literaturprofessor besonders ins Zeug, sodass er am Ende manchmal selbst zum Heulen zumute ist, aber alles nur für ihn. Die Affäre und die Gedanken an die Affäre nehmen nach und nach so viel Platz in Emilies Kopf ein, dass die Gedanken immer ungesünder werden und man ganz genau weiß, der Wahnsinn ist nicht mehr weit. Dieses Buch ist wahrscheinlich das skurrilste und absurdeste, was ich an Literatur da habe. Es hat eine sehr derbe, sehr rohe Sprache, die leicht dazu verführen würde, dass man sagt, es ist ein vulgäres Stück Literatur, ich lese sowas nicht. Aber viel wichtiger ist dieses obsessive Schmierentheater, das sich in der deutlich lückenhaften Psyche unserer Protagonistin hier entwickelt. Dieses Krankhafte passt sehr gut zu dieser derben Sprache, weil es so prägnant für unsere Protagonistin ist, dass sie die Dinge beim Namen nennt und die Dinge heißen ja nun mal so, wie sie heißen, aber dass sie das große Ganze weder sehen noch benennen kann. Wir gehen hier wirklich auf Tuchfühlung mit unserer Protagonistin, denn das Buch ist aus ihrer Sicht geschrieben. Also diese nicht gesellschaftlich angepasste Sprache passt sehr gut zu ihrem von der Norm abweichenden Verhalten, was im Endeffekt ein sehr krankhaftes Verhalten ist. Natürlich sind ihre Gedanken nicht leicht ertragbar
Und manchmal tut es auch einfach nur weh beim Lesen, aber es sind ja doch authentisch die Gedanken eines Menschen, der solche schwarzen Löcher in seiner Seele hat und nicht weiß, wie man diese auf gesunde Art und Weise zusammenflickt. Lustigerweise habe ich gerade eben nochmal angefangen, die erste Seite zu lesen und ich habe die erste Seite gelesen, dann die zweite und dann die dritte und dann musste ich mich stoppen zu lesen. Es hat einfach so eine absurde Sogwirkung auf mich und das ist, wie gesagt, ich habe kein Buch in meinem Regal, das so eine derbe Sprache benutzt und trotzdem so tief in die Psyche eines Menschen blicken lässt. Ich bin die Geliebte eines verheirateten Mannes und das bringt mich um. Das zerrt mir die Eingeweide raus und wickelt sie mir um den Hals. Das rammt mir Spieße in Augen- und Nasenlöcher. Das spielt Wäscheschleuder unter meiner Haut. Das ist sehr viel für mich, zu viel. Meine kleinen Nerven sind so angespannt, sie können jederzeit zerspringen. Also erzähle ich mir alle möglichen Geschichten, um die Beziehung zu meinem Literaturprof fortzuführen. Zum Beispiel die Geschichte, in der ich weiß, wo ich hingehe, in der ich sehr stark bin, eine Art Hulk in der Liebe bin ich da und in der ich diese Art Beziehung überstehe, in der ich über sowas stehe. Immerhin hat meine Therapeutin gesagt, ich habe eine widerstandsfähige Seele, strapazierfähig wie diese Federkernmatratzen, deren Feder immer wieder nach oben schnellen. Matratzen, die viele Schläge wegstecken können. Ich komme aus der Hölle. Das ist ein feines Stück andere Literatur und wenn mir jemand gesagt hätte, dass ich mal ein Buch mit so einer derben Sprache dennoch literarisch wertvoll finden würde, hätte ich wahrscheinlich gesagt, nein, aber doch. Und mit diesem verstörenden Buch sind wir schon am Ende von diesem Video angekommen. Lasst mich wissen, welches Buch für euch verstörend, skurril und anders war und dann doch zu eurem Lieblingsbuch geworden ist. Das wäre mal spannend. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen Inspiration mitnehmen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst euch nicht ärgern und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ihren ersten Roman, Eve Green, habe ich bisher nicht gelesen. Das ist gelogen, ich habe ihn gelesen. Willkommen zu Hiromi Kawakamis, Der Himmel ist blau. Ja, Der Himmel ist blau, okay. Willkommen zu Colleen Hoovers. Colleen Hoover? Immer wieder nur selbst im Weg stehen. Das Weg zum Glück wird Ihnen durch... Das Weg zum Glück?